Ich hatte gerade erst diese Woche jemanden mit auf dem Stand, ein Mitglied bei uns aus der SLG, wo diese Person die Schwierigkeit hat, dass die Schüsse nicht tief runtergehen, sondern sie gehen alle nach oben. Jetzt ist natürlich die Situation, ich habe nicht immer so die Zeit und Möglichkeit, im normalen Trainingsbetrieb mich um solche Fälle tatsächlich zu kümmern. Platzmangel, die Jungs wollen trainieren und so weiter. Also nehme ich sie mit auf einen alternativen Schießstand, wo ich einfach meine Ruhe habe und die Fehler genau analysieren kann. Und diesen Fehler machen, glaube ich, relativ viele, ich sehe das zumindest, gerade bei Anfängern. Und zwar geht es um das Thema Kopf- und Oberkörperhaltung. Ich spreche jetzt nicht davon, wie stehe ich zum Ziel und so, sondern es geht darum, was passiert mit meinem Körper oder was mache ich denn an meinem Körper, mit meinem Körper, nachdem ich in Anschlag gegangen bin. Viele merken dieses Problem auch nicht. Aber ich möchte es euch mal verdeutlichen und kann euch nur raten, das mal an sich selber tatsächlich mal genau zu überprüfen, wenn ihr auch so ein bisschen das Problem mit Hochschüssen habt. Es geht tatsächlich jetzt um Folgendes. Eine normale oder relativ normale Standposition, Körperposition beim Schießen ist es, ich gehe leicht in die Knie, das seht ihr jetzt nicht aufgrund des Kamerawinkels, aber ich gehe leicht in die Knie, habe meine Füße ungefähr schulterbreit auseinander. Ich bin weitestgehend parallel zum Ziel ausgerichtet. Kann sein, dass ich mich ein bisschen drehen muss, um die Linkslastigkeit zu eliminieren. Hatten wir ja in anderen Videos bereits behandelt. So, dann gehe ich mit der Waffe ins Ziel, rolle meine Schultern etwas nach vorne, gehe in den stabilen Griff rein, etc. Die ganzen Basics, wir kennen das. So, und was jetzt manche Schützen machen, ist, sie gehen ins Hohlkreuz. So, und das bewirkt unbewusst, dass in dem Moment, ihr habt es gesehen, ich gehe mal mit der Kamera jetzt ein bisschen hier mehr rein. So, ich bin jetzt richtig ausgerichtet und jetzt gehe ich auf einmal ins Hohlkreuz. Und ihr seht, in dem Moment, wenn ich ins Hohlkreuz gehe, wandert die Mündung nach oben. Genau das Gleiche passiert, wenn jemand anfängt zu versuchen, mit dem Kopf zu zielen. Das heißt, ich gehe hin und ich neige meinen Kopf nach oben, also nach hinten. Das heißt, ich bringe letzten Endes meinen kompletten Körper, meinen kompletten Stand in eine Position, dass ich nicht mehr aufs Ziel ausgerichtet bin, sondern ich neige dazu, nach oben zu gehen. Und ich merke das teilweise auch nicht. Wenn man dann noch eine Fehlsichtigkeit mit dazu kalkuliert, heißt das gegebenenfalls Treffer in der Wand über dem Spiel oder halt tatsächlich nordwärts. Was ihr einfach konsequent machen müsst, und das könnt ihr wunderbar zu Hause tun, ob es jetzt mit der scharfen Pistole ist im Trockentraining, ob das mit einer Schrägschuss ist, ob das mit einer Airsoft ist, spielt absolut keine Rolle, ist tatsächlich, geht hin, stellt euch ganz bewusst hin, geht in den richtigen Griff rein. Na, da brauche ich nichts mehr zu sagen, haben wir genug behandelt. Wir gehen in den richtigen Griff rein, wir stoßen die Waffe nach vorne, rollen die Schultern nach vorne und gehen mit dem Oberkörper in eine mindestens mal senkrechte Position. Wer es aggressiver mag, beugt den Oberkörper ins Ziel rein und streckt sich so quasi nach vorne. Nimmt jemand vielleicht dazu, Lebenspartner, der von der Seite einfach mal schaut, gehe ich eventuell trotzdem wieder in dieses Hohlkreuz rein, bei dem ich dann die Waffe wieder nach oben richte. Soll er ruhig korrigieren, man klappt auf den Rücken ganz sanft, um zu zeigen, hier, Jung, Mädchen, stell dich mal gerade hin. Denn letzten Endes, es gibt Vereine, es gibt Schießstände, da kostet jedes Loch, das ihr in die Wand sammelt, Geld. Und so spart ihr Geld, indem ihr einfach nur diese Grundlagen tatsächlich mal zu Hause trainiert. Und dafür ist das Trockentraining auch da. Viel Erfolg dabei.